So, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe hier in Grand Ocean 7 auf der PS5. Wir sind zurück und haben letztes Mal ein wunderbares neues Menü im Café bekommen. Wir sollen so ein bisschen oldschool Kleinwagen uns sammeln. Aber ich würde sagen, bevor wir da reingehen, dieser Mission nachgehen und dem Luca seine Aufgaben erfüllen, ne? Ein netter Kaffeebesitzer schickt die Leute wild durch die Gegend und gibt irgendwie keinen Kaffee aus. Irgendwie macht er was mit seinem Laden falsch, aber es funktioniert ja irgendwie. Habe ich gesagt, wir machen erstmal mit Lizenzhändler weiter, weil wir haben letztes Mal ja kurz reingeschaut in die National B-Lizenz und die würde ich schon sehr gerne abschließen, dass wir zumindest mal eine Lizenz hier abgeschlossen haben. Das ist ja auch nicht so viel, aber ich würde die National B-Lizenz sehr, sehr gerne abschließen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins zweite Event rein. Starten und anhalten 2 im wunderbaren Mitsubishi GTO Twin Turbo. Das ist ein sehr schönes Kfz, das ist eine schöne Kombination. Na gut, B2 heißt Starten an der 2. Das Auto ist schneller als jenes im B1, aber ihre Aufgabe ist genau dieselbe. Bei dieser Herausforderung geht es wie im B1 um das Bremsen. Der einzige Unterschied, das Auto ist schneller. Das bedeutet, dass sie das Bremsen früher betätigen müssen. Viel Erfolg. Rein theoretisch kann das auch sein, dass sie die gleich betätigen müssen, wenn die Bremsen auch besser werden. Das könnte man ja auch miteinander verbinden. Na gut, hier unser schönes Kfz. Mit so ein bisschen 3000, mit GTO Twin Turbo. Ja, klangtechnisch ist Gran Turismo 7 auf jeden Fall besser als 4, 5 und 6. Also, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ah! Sie haben Silber. Ja, natürlich holen wir uns Gold. Ja, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Er hat ein bisschen zu sehr verzögert am Ende. Habt ihr gemerkt, er hat so ein bisschen Momentum gehabt. Ich will ja fast sagen, wir haben mal da mit der Handbremse rein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die gute Idee ist. Irgendwie habe ich den besten Start hinbekommen und bin jetzt schon eine ganze Autolänge fast vor mir, was auch immer ich jetzt anders gemacht habe. Ich habe besser Gas gegeben, das könnte sein. Ab! Okay, die Handbremse bringt überhaupt nichts, dann blockieren die Reifen einfach nur und wir schlittern einfach ins Jenseits durch. Wir kommen bei den Lizenzen von Gran Turismo 7. Es läuft wie früher, wir machen 20.000 Versuche und irgendwann klappt es dann auch mal. Der hat Ausfahrbahn. Spoiler, der GTO ist mir jetzt gerade erst auf. Hab ich gar nicht drauf geachtet. What? Oh, wie geil. Ah, jetzt hör doch mal auf. Ich darf nicht so sagen kann. Ich muss, glaube ich, ein bisschen mal ab und an die Bremse ein bisschen lösen. Ich darf nicht einfach wie so ein Gesteuerter reinprügeln. Das ist, glaube ich, mein Problemchen. Ich mache das falsch mit... Dass das Bremsen wirklich mein Problem werden könnte. Das ist echt lächerlich, Alter. Ich sollte die Piloten als Hinweis nehmen. Die Piloten, die da rechts stehen, haben schon eine Funktion, wie ich gerade gemerkt habe. Weil da bremsen, butterweich. Glückwunsch zum Gold. Das war ziemlich genial. Absolut perfekt. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin immer noch ein verdammt guter Bremser. Das sehe ich genauso. Ich bin sehr, sehr gut im Bremsen. Na gut. Von hier aus kann ich nicht die nächste Sache machen, ne? Ging das früher nicht, dass man früher direkt das nächste Event auswählen? Na, ist egal. Ist ja nicht so schlimm, die Ladezeit bei der PS5 ist ja so marginal, dass mich das nicht juckt, wirklich. Dementsprechend passt das schon. Gut, gehen wir zum nächsten. Grundlagen der Kurvenfahrt im wunderbaren Daihatsu. Ah, Daihatsu Kurven, ne? Den gibt es in keinem anderen Spiel außer im Gran Turismo, Alter. Es ist wirklich so, es ist so ein Gran Turismo-Auto. Knallhart. Wir testen ihre Lenkfähigkeit in einer Rechtskurve. Beginnen wir mit den Grundlagen der Kurvenfahrt. Sie können diese Rechtskurve nur mit dem Lenkrad nehmen. Bleiben Sie auf der Strecke und behalten Sie den Winkel und das Timing bei der Kurvenfahrt im Auge. Ja, wir haben uns ja Gott sei Dank, wie gesagt, diese Ideallinien gewissermaßen gesetzt, dass man diese Punktpylonen stehen hat. Nebenbei, was ich sehr cool finde, ich kann hier oben drauf gehen und kann direkt mich zu dem jeweiligen Event hinbeamen, glaube ich. Müssen wir gleich mal ausprobieren, wenn wir mit den Lizenzen durch sind. Aber anscheinend kann ich direkt zu dem passenden Event mich hinporten lassen in das Menü. Das ist natürlich sehr praktisch. Das ist sehr userfreundlich auf jeden Fall. So. Mir hat er gesagt, wir können hier ohne Bremsen durch. Müsste auch gehen, weil der Wagen... Nein, nicht rumkommt. Er kommt nicht rum. Fuck you, Alter. Ah, ihr könnt es aber mit dem Lenkrad nehmen. Ich voll am Gas. Der Kopen so. How about a bit anders, Joey? Ja, nehmen wir den Scheitelpunkt. Gehen wir gleich mal ein bisschen... Gas, jetzt wieder drauf. Dann funktioniert das auch hier schön. Kurvenausgang. Dann klappt das auch. Da. Soll er mir noch einmal sagen, dass ich hier nicht bremsen muss, ne? Also nicht bremsen habe ich ja nicht. Vom Gas gehen. Das hätte man mir ja wesentlich sagen können. So ein Hinweis zu Lukas. Es wäre cool, wenn du das Bremspedal mal ein bisschen weniger küssen würdest. Das wäre extrem erregend und hilfreich.
Ich weiß nicht, ob er das so sagen würde, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Gut, Grundeinkommenssatz in einem TT 3-2er Quadro. Sehr geil. Jetzt bin ich mal auf die Klangkulisse gespannt, weil der hat ja schon sehr sein eigenes Klangbild. Es ist dasselbe wie B3, nur mit einem schnelleren Auto. Es ist exakt dieselbe Kurve wie im B3. Der einzige Unterschied ist hier... Ich konnte gerade auch nicht mit Vollgas nehmen, Daniel. Verarsch mich nicht. Gerade ging auch kein Vollgas, Daniel. Also... Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, er klingt auf jeden Fall nicht Gran Turismo schlecht. Also er klingt nicht Gran Turismo 4 schlecht, das meine ich. Uiuiui, da hat er aber Bums gefühlt, holy shit. Das war klangtechnisch schon lecker Schmecker, muss ich jetzt wirklich sagen. Also es ist nicht so das gewohnte, mit Gran Turismo verbinden wir immer oder eben das, was Dyson so an ihre Staubsauger packt. Aber ne, doch. Ist immer noch nicht zu 100% perfekt, aber es ist auf jeden Fall so, dass es einem das Spiel nicht mehr abfuckt. Vor allem als Sound-Fetischist wie mich, da geht dir direkt einer ab dabei. Na gut, grundlegende Kurvenfahrt 3 in einem A112 Abarth von 85. Wow, die Karre kenne ich, die habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn für ein schönes KZ da? Hier müssen Sie durch eine Reihe aufeinanderfolgender Kurven fahren. Finden Sie den richtigen Lenkrhythmus und nutzen Sie die gesamte Breite der Strecke. Na gut, gehen wir mal rein. Das Auto habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Was ist das? Auto Bianchi A102 Abarth. Ich soll den zweiten Gang nehmen, aber ich sage, das geht auch im dritten hier. Ich mag, wie die Kamera sich mit dem Auto mitwindet. Also wenn das Fahrwerk gesehen wird, wir hängen halt so mit der Kamera. Was sehr cool ist, muss ich sagen. Das war kein Gold. Was habe ich? Okay, ich muss 0,04 Sekunden noch rausholen. What the fuck? Aber die Kamera ist ja so ein bisschen stark im Auto. Das heißt, wenn das Fahrwerk wankt, wankt die ganze Kamera mit. Das hat was. Oh ja, jetzt habe ich richtig überschossen, Junge, hier, easy. Ich bin ja der geborene Rennfahrer. Eigentlich kann man mir die Gran Turismo Trophy direkt geben, also bin ich ehrlich. Ich will den anderen nichts vorwerfen, aber es lohnt sich eigentlich nicht, dass ihr teilnimmt. Bin ich ehrlich, also das ist eigentlich schon durch, das Ding. Man gibt euch nur noch das Gefühl, als ob, aber mehr gibt's da nicht. Das Gefühl gibt's nicht. Oh, drauf, 70Z, rein da. Auf zu Kuba. Hier durchfahren sie ist ja okay, es ist dieselbe Kurve, schnelleres Auto. Das Spielchen kennen wir mittlerweile. Wir haben so langsam verstanden, wie das Spiel funktioniert. Schnellere Kurve, schnellere Kurve, langsames Auto. Nein, langsame, selbe Kurve, schnelleres Auto. Oh Gott. Nein, das geht nicht voll. Okay, nein. Ich wollte es gerade probieren, aber. Not in the end, das ging kein bisschen voll. Easy. Schön am Limit, so sich das gehört. Genau an der Grasnarbe langfahren. Maximale Sicherheit ist mir wichtig. Wenn ich mit dem Karren einplanke, dann richtig katastrophal. So, jetzt können wir uns ein bisschen gerade machen. Wir können jetzt gerade mal ein bisschen Cash damit sammeln. Das ist ganz angenehm. Ich muss aufhören, dass das Spiel mich so sehr freut, dass ich konsequent mein Mikrofon boxe. Wie sehr Spaß haben Sie mit Gran Turismo 7? Sehen Sie Della mein Mikrofon? Oh, das hat sich sehr aufgeregt. Nee, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe mich im Griff gehabt. Gut, Trial Mountain im wunderbaren GR86. Klicker, konnte man den im anderen Spiel schon spielen? Nee, ne? Der ist neu, den gibt's doch in keinem Spiel bislang, ne? Lernen wir die Kurvenlage des Kurvenbremsens bei Kurven. In B7 geht es ums Bremsen. Sie müssen ihr Tempo verringern, bevor sie in diese Kurve fahren. Versuchen Sie, die richtige Stelle zum Bremsen anzupassen. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die Ideali-Punkte ja eingestellt habe, ich wollte die Ideallinien sagen, aber ja, Punkte eingestellt, habe ich Gott sei Dank Anhaltspunkte, was ganz nice ist. Boah, Alter, Trial Mountain sieht ja brutal sexy aus. Boah, ist das schön hier, meine Fresse. Ja, Scheitelpunkt habe ich vollkommen versammelt. Wir fahren es trotzdem mal... Oh, okay, wir fahren es nicht durch. Ich habe mich gerade fast weggeschmissen. Oh, wir hätten es okay, wir hätten es gerade fast sogar trotzdem geschafft. What the fuck, okay. Ich muss ein bisschen früher bremsen. Ich war ein bisschen spät dran. Ich bin dadurch nicht in den Scheitelpunkt reingekommen. Konnte dadurch nicht wieder so früh aufs Gas, wie ich gerne wollte. Na gut, schauen wir mal. Boah, jetzt untersteuere ich, aber... Boah, ja, übersteuere ich. Egal. Ah, es reicht immer noch nicht. Ey. Ah. Es ist halt wirklich der Gran Turismo Lizenz-Test in der Nutshell hier gerade. Ich krieg nur auf die Fresse. Es läuft wie immer. Der Gran Turismo Lizenz-Test nimmt mich hops.
Jetzt habe ich aber eine schönere, jetzt habe ich aber eine viel schönere Linie genommen. Oh ja. Ja. So langsam werde ich warm. Ja, man muss so ein bisschen reinkommen. Vor allem eben das Fahrgefühl mit den adaptiven Triggern. Das braucht seine Gewöhnung. Man muss sich daran gewöhnen, dass wie die Trigger funktionieren. Du hast halt immer einen Widerstand je nach Brems- und Reifenverhalten. Da musst du so ein bisschen drauf klarkommen. Wenn du das hinkriegst, dann ist geil. Gut. Grundlagen der Kurvenfahrt Nummer 6 in Mount Panorama. Das dürfte die erste Kurve, die Start-Ziel-Kurve sein. Das ist die Kurve vor Start. Entweder Kurve nach Startziel oder vor Startziel. Das müsste nach Startziel sein. Im letzter Evo 4 GSR. Gibt es auch in wenigen Spielen, muss man sagen. Der Vierer auch sehr gerne Rosmo. Werden wir Ihnen die erste Kurve auf dem Mount Panorama. Okay, das ist die erste Kurve, habe ich doch gesagt. Hier müssen Sie auch die visuellen Referenzpunkte auf der Strecke finden, um im richtigen Moment zu bremsen. Achten Sie darauf, vor der Kurvenfahrt ausreichend abzubremsen. Das ist entscheidend für eine gute Zeit. Okay, also ankern wie ein Gestörter und dann einfach voll aufs Gas. Ist aber auch ein schönes Kfz, ne? Ja, okay, der zweite war schon sinnvoll, aber ich habe ihn zu früh eingelegt. Ich war an der Stelle noch zu schnell für den zweiten, aber der zweite war für die Kurve schon sinnvoll. Ich hätte aber noch weiter abbremsen müssen. Das war mein Problem gerade. Boah, mit der Sonne, das sieht schon gut aus. Ah, es wird zeitlich nichts. Nee, da bin ich viel zu langsam raus. Alter, Walter. Boah, nee, da war ich. Ja, die Kurve war scheiße gefahren. Die Kurve war richtig schön scheiße gefahren. Wow, okay. Aber es ist schon anspruchsvoll. Es ist nicht so, dass das Spiel einfach sagt, so mach halt, sondern da ist schon. Ja. Der Punkt, der mir da vorne das Eindecken anzeigt, ist nicht mein Bremspunkt, sondern ist der Punkt, wo ich vielleicht schon mal die Geschwindigkeit haben sollte, die ich brauche. Das wäre ganz wünschenswert. Da muss ich schon den Speed draufkriegen. Na gut. Aber jetzt habe ich die Kurve schön genommen. Das muss jetzt aber reichen. Es gibt's doch nicht! Alter! Gott, die Lizenztests machen mich so kaputt, dass ich das Wort nicht mehr aussprechen möchte. Mein Kopf sagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Halt backen jetzt. Das war zu schnell. Willkommen bei Try and Error mit Lukas. Boah. Naja, ich meine, ich hab's vermisst. Es gehört ja zu Gran Turismo. Ah, ich darf die Lenkung da nicht aufmachen. Ich mache im Scheitelpunkt, fange ich mal wieder an, die Lenkung aufzumachen. Und dadurch treibt es mich nach außen. Ich muss da bleiben, wo ich bin. Ich muss aufhören zu sagen, ja, jetzt kann ich mich wieder raustreiben lassen. Nein, ab dem Moment kann ich mich noch nicht raustreiben lassen. Genau das ist es ja. Willkommen bei einer ganzen Folge Lizenztests. Maschallah, alter Verwalter, kriege ich gerade aufs Fressbrett. What the fuck, ey? Was ich daraus lerne? Ich kann kein Auto fahren. Es ist ganz einfach. Ich sag, wie das ist. Ich habe im Scheitelpunkt das Problem, dass der Evo mir ein bisschen am Versetzen tut ist. Und ich da ein bisschen mein Problem habe, das einzuschätzen. Boah, die erste Kurve Mount Panorama ist aber eine kleine Bitch, ey. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt aber. Nein, ich krieg einen Anfall hier. Das gibt's doch nicht. Alter, du willst mich doch jetzt verarscht scheinen. Mann, Alter. Das ist einfach ein Mann. Das hat sich jetzt gerade so gut angefühlt. Und das Spiel so, ja, tritt nochmal drauf. Jetzt aber, mein Gott. Oh. 20 Jahre später habe ich es mit dem Evo auch mal durch eine Kurve geschafft. Man könnte es kaum glauben, Alter. Das ist gerade die erste Lizenz ist. Ja, moin, Leute. Ja, moin. Aber wir haben schon 50.000 auf der Hand. Das ist ein bisschen etwas. Aber, Alter. Das ist gerade National A, ne? National B. Na gut. Dragon Trail im Civic Type R. Im FK8. Schönes Kfz nebenbei. Bin ich selber schon mal auf der Rennstrecke gefahren. Absolut geiles Fahrzeug. Lernen Sie also bei mittelschnelle und langsame Kurven. In dieser Herausforderung fahren Sie durch zwei Kurven. Sie biegen binnen einer mittelschnellen, gefolgt von einer langsameren. Um Ihr Auto unterwegs zu halten, stellen Sie sicher, dass es gerade ausfällt, wenn Sie bremsen. Ja, das ist nämlich wichtig. Nach der Rechtskurve, also nicht schon, während wir rechts einlenken, schon anfangen zu bremsen, sondern erst dann bremsen.
sondern möglichst vor der Kurve den Bremsvorgang abgeschlossen haben, um eben den Wagen nicht unruhig zu machen. Wichtiger Hinweis. Okay, die geht voll. Es hat sich gerade so gut angefühlt, ne? Es ist Wahnsinn, Alter. Ich denke jetzt mal, es ist echt sehr gut, was ich hier gerade abbiege von das Spiel. So, du bist eine halbe Sekunde zu langsam. Alter. Aber ich komme mit dem Civic besser klar als mit dem Evo. Das geht voll, okay. Ich träume heute Nacht schlecht, Leute. Ich sag's euch, ich kann auch nichts dafür. Heute Nacht habe ich Albträume von Gran Turismo License Test. Das ist mein Lehrer, wie er willkommen. Das musst du nachts, wenn du aufwachst, wie aus der Kanone geschossen kommen. Ja, der Lizenztest muss wie aus der Kanone geschossen kommen. Okay. Die Kurve habe ich vollkommen verkackt. Die erste Kurve war nice, weil ich ja schön Speed mitgenommen habe. Ich habe bei der zweiten nicht zu sehr auf den Körper mal bremsen gekommen und dadurch. Ein bisschen unruhig ins Heck reingebracht, Mensch. Bin ich so smart. Lerne ich draus? Natürlich nicht. Ich mach denselben Fehler nochmal. Oh, ich will doch nur die Lizenztests schaffen. Moin, Digi. Das kann doch nicht sein, ey. Ich weiß, also man muss auch sagen, ich verdiene auch jedes Mal kein Gold. Es ist nie 100% rund, was ich da abliefer. Aber na gut. Alter, ey. Ah, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, ey. Dass der Lizenz des B mich so kaputt macht. Alter. Lizenztest. Hart wie immer, ich sage euch. So, jetzt aber, das war smooth. 20. Versuch und irgendwann habe ich mal verstanden, wie eine Kurve geht. Ja, da ist Gold. Easy, first try, gar kein Problem, GG. Reden wir nicht drüber. Machen wir den letzten Test der Lizenz. Mein Gott, Alter. Ich mache hier bald das tägliche Training in den Tests fertig, weil ich 20.000 Anläufe brauche. Das ist auch mutig. Scheinbar hätten sie alle Herausforderungen von IP1 bis B9 abgeschlossen. Ja, ging auch wunderbar. Hat nur 18 Minuten gebraucht. Gut gemacht. Als nächstes kommt B10, die Abschlussprüfung. Bestehen Sie, gehört die Lizenz Ihnen. Fast geschafft, weiter so. Ja, würde ich mal sagen. Im Clio S zu Cooper Circuit eine schöne Kombination, die wir da abzuschließen haben. Also gut, hier ist Ihre Abschlussprüfung. Für diese Prüfung erhalten Sie eine National-B-Lizenz. In der Abschlussprüfung müssen Sie eine Reihe von Kurven durchfahren. Nutzen Sie die Fähigkeiten und Techniken, die Sie bisher erlernt haben, um mit diesen Kurven fertig zu werden. Wenn Sie in dieser Prüfung mindestens Bronze erreichen, erhalten Sie eine Lizenz. Viel Glück dabei. Und ich glaube, die Lizenz braucht für manche Meisterschaften. Ich weiß nicht, ob Gran Turismo 7 das genauso handelt. Aber das werden wir gleich sehen. Wir werden ja sicher sehen, wofür wir es belohnt haben. So. Absolute Concentration hier. Ich darf nicht so viel aufs Gas. Na, es war zu früh aufs Gas. Ja, aber das ist drin. Da sehe ich mich. Der Clio und S, wir kommen gut miteinander. Wir kommen gut miteinander klar. Und Tsukuba mag ich auch ganz gerne. Bisschen weniger früh aufs Gas gegangen. Habe ich aber hier zu weit raustreiben lassen. Shit, ja. Ah, Mann, Alter. Ja, dafür war die erste Kombination war besser, aber dann ab der zweiten Kurve habe ich es richtig hart verkackt. Da bin ich so dermaßen von der Ideallinie abgekommen. Das hat mich so Zeit gekostet. Wir wollen ja hier Gold. Komme, was wolle.
Ja, gut. Also ich muss mir bei der Kurve mal angewöhnen, rechts der Punkt ist nicht umsonst da. Ich sollte mal in die Jahrlinie fahren. Ich versuchte mal viel zu früh in den Scheitelpunkt reinzustechen. Und dadurch komme ich danach viel zu weit raus und kann nicht so schön beschleunigen, wie die Kurve es eigentlich möglich machen würde. Also ich muss jetzt hier komplett rüber. Boah, ich kann aber nicht so sehr reinstechen, wie ich will. Der Clio ist eine kleine untersteuernde Zicke so ein bisschen. Boah, ich muss mit seinem Frontantrieb klarkommen. Das Untersteuern ist so ein bisschen schwierig, ey. Es ist halt, man muss halt sagen, es ist halt ein Straßenfahrzeug, ne? Ich überfahre den Kollegen ein bisschen. Man hört es auch daran, dass die Reifen wunderbar mitarbeiten. Also nicht mitarbeiten, sondern quietschen. Das war jetzt schöner, danke schön. Danke, so war auch die Kurve zu fahren. Ja. Das war jetzt Ideallinie 1x1. Dankeschön für den. Alles wunderbar. So muss das laufen. Sehr gut. So wollen wir das haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Happy. Wunderbar. Gut, damit haben wir eine National B-Lizenz in der Rekordzeit abgeschlossen. Das war wunderbar. Das war tadellos. Ich bin der beste Fahrer in der National B-Lizenz erhalten. Sehr schön. Kriege ich dafür irgendwas Cooles oder war es das? Oh, ich krieg ein Auto. Ja, geil. Ich krieg den Clio RS, krieg ich geschenkt. Ja, nice. Guck mal an hier. Ist auch ja schon mal schneller als die Fahrzeuge, die wir bisher haben. Das kann man nicht merken. Nur zumal halt ihre National B-Lizenz. Ein neues Geschenkauto wurde ihre Garage geschickt. Sammelstufe. Ui, das hat aber gute Sammelstufenpunkte gegeben. Nice. Gut, wir haben einen Clio bekommen. Noch eins? Oh! Den GTO Twin Turbo kriegen wir auch. Ja, gut. Ich meine. Guck mal, sie haben Gold in jeder Herausforderung gehalten. Okay. Wenn man abschließt und Gold in jeder, kriegt man auch nochmal ein Geschenkauto. Das ist nice. Na, fast, dann noch Stufe 3. Geil. Kriegen wir noch eins oder das war's jetzt, ne? Das war's, okay. Glückwunsch zum Erhalt der NACB-Lizenz. Ich bin Kocke, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lopez und zuständig für die National A-Lizenz. Außerdem trete ich für mein Heimatland Spanien als Gran-Turismo-Weltcup-Fahrer an. Wenn Sie die Prüfungsinhalte von A1 bis A10 meistern, erhalten Sie eine Lizenz der Klasse National A. Nur ein kurzer Ratschlag, bevor Sie beginnen, haben Sie die automatische Bremsfunktion benutzt? Wenn ja, würde ich vorschlagen, das Fahren ohne zu leeren. Wenn Sie das tun, erhalten Sie schnellere Rundenzeiten. Ja, wunderbar, das ist mir bewusst. Okay, wunderbar, wir haben das in der B erreicht. Das reicht mir erstmal, der Bums. Und ich würde mal sagen, wir kümmern uns jetzt mal um unsere Kaffee wieder. Ein bisschen Kaffee-Fortschritt machen. Und hier kann man draufklicken und dann müsste man... hier sieht man dann nur die Aufgaben. Okay, man kommt nicht direkt dahin. Okay, man sieht auch bei welchem Rennen, aber ja, wunderbar. Empfohlene Autos Golf 1 GTI. Oh, wir haben doch gar kein Auto dafür, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht müssen wir uns ein Kfz gönnen. Ich meine, wir haben Gott sei Dank jetzt ein bisschen Geld angespart durch die Lizenztests. Also ein bisschen. 59.000 ist leckerlich wenig. Ja, wir gehen noch bei den Hatch. Klassischer Sunday Cup. Fahrzeuge wechseln. Ah, es sind alle Autos, die ich habe, sind da... Ach, es gibt keine Vorgabe. Fahrzeuge der Hauptrivalen. Okay, die Gegner fahren 400, 500, Samba-Bus, aber ich kann theoretisch auch Mitsubishi 3000 GT und Clio RS fahren, richtig? Ja, ich meine, wenn das Spiel mir das vorgibt, dass ich das machen darf, dann geht's ab in den Sunday Cup. Okay, mit Platz 3 oder höher geht's, hier schalten wir den VW Käfer frei. Ich mach's mir jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich meine, warum nicht? Das Spiel sagt, fahr den Clio, dann fahre ich den Clio. Ich möchte gleich auch mal kurz beim Händler mal reinschauen, weil natürlich... möchte ich mein eigenes Fahrzeug, das ich daheim habe, meinen wunderbaren Impreza Blobeye, mir im Spiel auf jeden Fall noch auf Dauer holen. Den werde ich aber höchstwahrscheinlich nur beim Gebrauchtwagenhändler finden, weil erst ab einem bestimmten Baujahr sind die Autos beim Neuwagenhändler hier zu finden. Und alle anderen Autos sind geschaffelt beim Gebrauchtwagenhändler. Also der Gebrauchtwagenhändler hat immer ein wechselndes Sortiment. Dementsprechend muss man das immer mal im Blick halten. Ich habe mir das natürlich jetzt sehr einfach gemacht hier. Oh, Golf 1 GTI wäre aber auch geil gewesen, ne? Müssen wir mal gucken, was wir dem vielleicht auf Dauer auch mal gönnen. Ich meine, er ist empfohlen für das Event, aber ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo bekomme. Wir müssen ja mal schauen. Wir gucken ja mal bei VW und so rein. Vielleicht können wir uns ihn ja kaufen hierfür. Ich meine, es wird das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Ich habe es mir jetzt gerade ein bisschen unfair einfach gemacht, hier mit dem Clio RS gegen 400 und 500 anzutreten. Aber ich meine, ich darf es ja. Es ist ja nicht cheaten, es ist einfach nur nutzen, was da ist. Ich würde gerne diese Folge auf jeden Fall noch dieses wunderbare Menü abschließen. Ja, und wunderbar singen, engelsgleich. Grafisch muss man sagen, ist das Spiel schon sehr, sehr schön anzusehen. Also wirklich. Das macht grafisch auf jeden Fall schon mal, macht auf jeden Fall was her, das Game. Da kannst du
Kannst du nichts gegen sagen. Das ist schon auf jeden Fall, geht das sehr gut klar. Und vor allem Cockpit ist hier, bin ich halt immer noch sehr begeistert. Die sieht halt einfach gut aus. Vor allem die Rückspiegel sind halt so brutal hoch aufgelöst. Das ist Wahnsinn. Also da ist wirklich alles knackenscharf. Du siehst jeden Schatten von den KI-Fahrern. Und. Das ist schon durchaus nice gemacht. Beschweren kann man sich da eher weniger. So, damit gehört der Käfer uns. Komplett überraschend, da wird auch schon die Fahne geweht. Dankeschön. Ich bin eindeutig der beste Rennfahrer der Welt. Da gibt es keinen Zweifel. Über jeden Zweifel erhaben. Und wir haben Trophäe bekommen um Längen. Ja, wir stehen die Gegner um Längen besiegt. So. Und da haben wir ihn, den schönen VW-Käfer. Ja, Beetle. Und dann haben wir Stufe 3 erreicht. Nice. Stufenaufstieg. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Sammlerstufe mir bringt, außer dass sie sagt, dass ich eine Sammlerstufe habe. Also jetzt ernst gemeinte Sache. Ich glaube, mehr macht die nicht, oder? Hat die irgendeine Funktion? Bisher habe ich noch nicht so ganz gerafft, was sie sonst machen soll. So, wir speichern natürlich Wiederholung, weil, wie gesagt, wir wollen einfach mal gucken, wie viele ich machen darf, bis das Spiel sagt, jetzt ist auch mal die Festplatte voll von der PlayStation. So, den haben wir. Ich will jetzt mal ganz kurz ins Menü gehen. So, weil wir haben, beim Autohändler dürften wir Fahrzeuge wie den Golf 1 nicht bekommen. Ah, es gibt bisher nur Gebrauchtwagenhändler. Hoppla. Den normalen Händler haben wir noch gar nicht. Haha, wir können nur bei gebrauchten Fahrzeugen reingucken. Gibt es den Golf 1 momentan zu kaufen? Wir können ja mal schauen. Oh, hallo, Ben. Sie haben bestimmt gerne, dass wir neue Autos da haben. Oh, danke schön. Ja, wie gesagt, die Autos wechseln immer so ein bisschen wild durch. Theoretisch, natürlich, mein Menü könnte ich jetzt auch hier mit vervollständigen. Wenn ich sage, ich habe jetzt genug Kohle, ich will die Rennen nicht fahren, dann könntet ihr die beiden Autos jetzt auch hier kaufen und könnt euch die Rennen sparen. Machen wir natürlich nicht. Eingeschränkt lieferbar. Ui. Das heißt eingeschränkt lieferbar. Aber Golf 1 GTI hätten wir da. 53.000 Euro, kostet aber 25.000, Alter. Ich weiß nicht, ob ich mein Geld lieber sparen sollte. Oh, Scirocco Air haben wir auch da. Ja, und eine Supra haben wir da. Ist das Supra? Kostet aber leider 96.000, Alter. Ich muss sagen, ich hätte Bock auf einen Golf 1 GTI, weil ich sehr, sehr Bock drauf hätte. Weil 1er GTI ist sexy as fuck. Aber ich glaube, wir sparen gerade die Kohle. Ich habe das Gefühl, wir sollten momentan mit der Kohle nicht so um uns schmeißen. Ich habe das Gefühl, da sollten wir ein bisschen Wirtschaft, weil ich habe, wenn ein Supra 90.000 kostet, wir gerade mal 67 haben, ein Supra ist normal in anderen Spielen nicht teuer, sollten wir ein bisschen mit dem Geld aufpassen, was wir machen. Und wir kriegen ja hier nach ein Ticket, also wenn wir Glück haben, kriegen wir ein cooles Fahrzeug. Dementsprechend gehen wir in den nächsten Sunday Cup rein. Wir können jetzt auch den Käfer fahren. Was haben die anderen denn für einen Score? Empfohlene Leistungspunkte 350. Ja gut, da sind wir ja mit denen, da ist der Käfer auf jeden Fall drunter. Da wäre der Aqua eigentlich passend. Aber ich will mal den 3000er GT, komm. Ist mir jetzt egal, dass wir jetzt die Schwierigkeit gerade damit killen, aber ich will ein paar Autos fahren auf schönen Strecken. Das passt schon so. So, rein da. Platz 3 oder höher und wir bekommen den Mini Cooper S. Der wunderbaren Goodwood. Oh, da habe ich einen Geschwindigkeitsüberschuss aus der Hölle. Okay, der Minifahrer vor mir verliert jetzt schon die Kontrolle. Ja, moin. Es ist auch ein rasantes Fahrverhalten. Boah, man sitzt beim 3000 GT, aber auch mit der Brust am Lenkrad, ne? Und ist innen drin sehr gut gedämmt, der Wagen. Das kann man auf jeden Fall auch bestätigen. Da haben sie mit der Dämmwolle auf jeden Fall gut gearbeitet. Moin, Jungs, ich müsste mal hier durch. Darf ich mal? Dankeschön. Aber ein bisschen hier dran vorbeikuscheln, wie sie das gehört. Ankern, bisschen über die Wiese holpern, das geht schon. Und hier am Mini vorbei. Es fährt sich schon sehr geil. Ich muss sagen, ich mag das Fahrgefüge von Gran Turismo 7 sehr, sehr, sehr gerne. Es fährt sich wirklich, wirklich gut. Beschweren kannst du dich dann nicht, das ist echt geil. Nebenbei, einziges Menü, was ich jetzt hier momentan verdecke, ist die Reifentemperatur, also die Reifenverschleißanzeige. Da wir ja gerade keine Ausdauerrennen oder sowas fahren, ist das, glaube ich, noch nicht relevant. Wenn das mal relevant im Rennen hat, werde ich euch da auf jeden Fall mitteilen, wenn da irgendwas im kritischen Bereich sein sollte. Oh, easy. Ist auch ein schönes Kfz, ne? Muss man. Ich finde den GTO Twin Turbo oder 3000 GT ja auch optisch echt schön. Ist auch ein sehr verkannter Japaner, muss man sagen. Also der ist so alles so Supra, Skyline und. Der GTO, muss man sagen, ist wirklich brutal untergegangen in den
bei den Japanern. So von der Anerkennung her. Und es ist ja trotzdem ein geiles Auto. Und vor allem fast mittlerweile seltener als Supra und Co. Verhältnismäßig zu dem, was das die Leute so kaufen. Aber ich finde auch immer interessant, dass der Gebrauchtwagenmarkt auch, sagen wir mal, so diese aktuelle Inflation der japanischen Fahrzeuge so ein bisschen eingebaut hat. Dass die Fahrzeuge eben recht teuer sind. Die Supra ist halt wirklich verhältnismäßig teuer. Für das, was sie in Leistung hat. Ich meine, der Scirocco R kostet weniger und hat mehr Leistung. Aber und dass sie halt auch begrenzt da sind. Also du musst halt gucken, ja, begrenzte Stückzahl, wenn ich das nächste Mal in diesen Shop wieder reingehe, könnte es sein, dass ich mich verbremst habe. Vollkommen katastrophal. Nee, das nächste Mal, wenn ich reinkomme im Shop, dieser wunderbare Wagen gar nicht mehr verfügbar ist. Das kann durchaus der Fall sein. Also, ja, ist so ein bisschen wie die echte Kalkulation am echten Gebrauchtwagenmarkt, wo man so ein bisschen im Blick behalten muss. Kaufe ich in Japan noch oder warte ich noch? Und wenn du dann wartest, weißt du genau, der Skyline wird irgendwann richtig teuer sein. Ich meine, die Skyline-Preise, finde ich schon geil, dass der F34 GTR auch hier einfach 190.000 voll gekostet hat. Was ja passt, aber wie gesagt, das ist ein Spec 2.0, der wäre noch ein bisschen teurer mittlerweile, aber so der Grundtonus ist auf jeden Fall richtig. Hat jemand aufgepasst auf dem Fahrzeugmarkt. Ja, sehr schön. Dann haben wir das nächste Auto geholt. Bam. Einmal einen schönen Mini Cooper unserer Menükarte hinzugefügt. Wie gesagt, ihr könnt die Autos theoretisch auch im Gebrauchtwagenmarkt kaufen, aber so sparen wir uns halt Kohle und gewinnen Kohle. Also eigentlich ist das ein Win-Win-Win-Win-Win. Macht eigentlich am meisten nur Sinn. Oh, wir dürften unser tägliches Training abgeschlossen haben, ne? Dafür gibt's auch eine Roulette-Karte. Okay, das ist geil. Dafür gibt's auch eine Roulette-Karte und diesen wunderbaren kleinen. Der sieht aber echt. Also die Fahrzeugmodelle sehen hier in Gran Turismo 7 brutal gut aus. Boah. Die sind detailtechnisch. Guck erst mal das Ding mal an. Schon geil, sieht wirklich gut aus. Na gut, wir haben noch ein Auto auf der Menükarte offen, dass wir diese Folge auf jeden Fall uns noch sichern wollen. Nämlich, wer war's noch? Der 4500 fehlt noch, genau, der 500er Fiat fehlt noch. Den müssen wir uns noch catchen. Ich würde mal ganz kurz zurückgehen, weil wir haben ein Ticket bekommen. Und das würde ich gerne gerade einfach mal, so frei wie ich bin, einfach mal einlösen. Das können wir uns doch gerne mal einmal anschauen. So einmal in die Garage. Auch bei der Autosammlung haben wir auch wieder neue Fahrzeuge. Hier Mini. Ach krass, der alte Mini wird als deutsches Auto eingewählt. Ja gut, früher waren die großbritannisch, jetzt sind sie ja mittlerweile unter BMW. Aber deswegen, den alten Mini hätte ich eigentlich unter englisches Auto eingestuft. Der müsste auch hier drin stehen. Eigentlich, ja, die kam ja eigentlich aus Großbritannien. Ja gut, egal, lassen wir das. Noch zwei, weil ich nämlich noch alle. Irgendwo habe ich noch zwei Autos. Ah, den Clio haben wir noch, stimmt. Und den Mitsubishi haben wir noch irgendwo, ne? Genau, da haben wir die beiden Buden noch. So, Geschenke. Einmal das Roulette aufmachen. Komm, gib Papa was Geiles. Oh, Geld oder eine AC? Oh, eine Viper würde ich aber auch. Oh ja, lecker Schmecker. Die würde ich aber... Oh, ich kriege aber gut Geld. Kann das sein? Okay, ich dachte, das wäre wirklich brutal viel, weil das halt der größte Geldhaufen war. Was sind die anderen Werte gewesen? 500? Wir haben jetzt 10.000 Credits bekommen. Na gut. Besser als nix. Aber wir kriegen jedes Mal unser Auto nicht. Oh, warte mal. Wir können hier sogar eben in der Garage sehen, wie unser Fahrzeug so drauf ist. Ihr seht es nämlich hier links. Warte, ich gehe da mal gerade rein. Über mir. Motor hervorragend, Öl hervorragend. Weil man kann ja auch Ölwechsel und sowas machen, was sich auch lohnt. Das sollten wir ab und an nochmal machen. Können wir momentan noch nicht machen, weil die Auto noch nicht offen ist. Wird, denke ich mal, auf Dauer noch freigeschaltet. Aber da können wir dann ein bisschen unser Auto auch verfeinern und noch upgraden. Da gibt es dann noch ein paar Upgrade-Teile. Hier gibt es ein paar Innenraumaufnahmen. Ja, das Spiel, man muss sagen, Gran Turismo 7 ist schon sehr schön geworden. Also, es ist schon sehr, sehr nice. So, holen wir uns mal das letzte Auto des Cafés. Der diesigen Aufgabe in Europa. Es geht immer noch wunderbar zum Autodromo La Giomiore. Wir haben ja schon das erste Rennen hier gefahren. Es geht zum Sunday Cup Classic. Und, 450er Score. Was fahren die Gegner denn? Ich weiß nicht, was die für Scores sind. Das empfohlen sind 350p. Wenn ich den Mini nehme, bin ich zu langsam. Ich probiere es mal aus mit dem Mini, weil der Mini ist noch der schnellste der drei Autos, die wir hier bekommen können. Und ich will es mal ausprobieren, ob wir dem Mini was reißen können. Wir schauen einfach mal. Das wird schon irgendwie funktionieren. So, kleiner Mini. Do your thing. Weiß mal. Das Mini-Raum aber schon cool. Ah, komm, Mini-Power. Wir müssen ja nur Platz 3 oder höher haben. Ist aber so, mein Ego sagt Platz 1 oder gar nichts. Aber wir schauen mal. Oh, Junge, Alter, was eine Kurvenlage. Ja, Lukas, du fährst ein Mini.
gewöhn dich dran. Aber es ist auch endlich mal schön, Golf 1 GTI in einem Singleplayer Gran Turismo zu haben mit einem vernünftigen Model, weil Gran Turismo 6 sah auch scheiße aus, weil da war noch ein Standard PS2 Model und hier haben wir jetzt endlich mal ein High-Quality Model und ich als Golf-Fan freue mich natürlich. Voll über den Körper hier drüber, yes sir. So, komm Mini, komm, komm. Da muss jetzt mal Druck kommen, Druck im Kessel, komm schon. Kennt ihr das, wenn ihr euch verbremst und immer wieder zurückspulen wollt? Ey, die anderen Spieler haben mich echt verwöhnt, dass ich scheiße fahren kann. Und dafür nicht aufs Maul fliege. Gran Turismo 7 lässt mich leider aufs Maul fliegen. Da muss ich leider dran denken. Gran Turismo 7 ist leider nicht mit der Einstellung so, du hast dich verbremst. Das ist eine Simulation. Was soll jetzt passieren? Die Welt dreht nicht plötzlich wegen dir zurück. Und da hat Gran Turismo 7 verdammt recht. Ja, da muss ich mich wieder dran gewöhnen, spielerisch. Dass ich nicht einfach wie ein Bekloppter fahren kann, weil sonst fliege ich damit auf die Fresse. So, hier rein, schön. Bremsen. Nicht so früh aufs Gas, nicht so früh aufs Gas. Jetzt. Und raus beschleunigen, rasant. Wir müssen hier noch Podium holen. Ich glaube, mehr wird auch schwierig werden. Boah, das war ein bisschen wieder zu früh, aber wir holen Platz 3 jetzt hier. Schön beim Rausbeschleunigen außenrum vorbei. Easy going. Was ein Duell. Es ist der Wahnsinn, was sich hier abspielt, Leute. Wahnwitzige Bilder. Über den Körb drüber. Ja, mehr als Platz 3 wird es nicht mehr werden. Wir müssen aber jetzt aufpassen, letzte Kurve dürfen wir nicht nochmal verbremsen, sonst wird er hier rasant überholen. Da wird er rasant sich den Platz zurückholen. Aber na gut, dadurch haben wir jetzt leider keinen Platz 1 geholt, aber wir hatten den Anstand, vernünftigen Schwierigkeitsgrad zu wählen. KI-Schwierigkeitsgrad konnte man am Anfang des Spiels wählen, da habe ich euch nicht gezeigt. Da habe ich einfach Standard gewählt. Der höhere Schwierigkeitsgrad ist einfach, dass die Autos schneller sind als man selber. Und auf Standard sind die halt auf seinem Level, weil ich irgendwie ein bisschen geiler finde. Weil das andere immer so ein bisschen anstrengend ist, wenn die KI halt viel schnellere Fahrzeuge fährt. Na gut, nur Podium. Aber Luca im Café dürfte trotzdem zufrieden mit uns sein. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Ich habe noch nie jemanden so begeistert von seinem Mini nach dem Rennen weggehen sehen. Niemand, wirklich niemand. Gut, Tekis Training machen wir natürlich jetzt keinen Progress mehr. Da müsste ich hier am nächsten Tag warten. Aber Teufel werde ich tun. Es tut mir leid, aber meine Sucht wird damit nicht klarkommen. Das funktioniert einfach nicht. So. Damit haben wir alle. Damit haben wir alle. Damit, da kann man ja aber wirklich mal wirklich sehr, sehr happy sein, würde ich sagen. So. Luca, ich habe da mal wieder das Menü vervollständigt. In Eigenregie. Wunderschön. Warte, gehen. Im Besitz. Okay, ja. Ja, ja. Okay, ja, ja. Wunderbar. Gut. Gut, 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 gut. Gehen wir mal zurück. Und schalten wir eine neue Strecke frei und kriegen auch wieder ein Roulette-Ticket. Und vielleicht kriegen wir noch was Cooles dabei. Boah, ey, Junge. Das ist ja wohl ein geiles Bild, ne? Ja, die Bilder sind schon geil, ey. Mit Scapes geht schon viel. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle 3 Autos. Damit ist Ihre europäische Kleinwagen-Klassiker-Sammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Dankeschön. Und den Highspeed-Ring in Japan haben wir noch bekommen. Und der Tuning-Shop frei. GT Auto ist jetzt endlich frei. Nice. Was hat denn Chris zu erzählen? Was diese Autos produziert? Sieh eine an. Chris, wie ich sehe, haben Sie heute viel gearbeitet. Ja. Das hier ist Chris. Er beurteilt, bewertet und begutachtet gerne. Schön, Sie beide zu sehen. Ja, das stimmt. Wenn ich ein tolles Auto sehe, muss ich es einfach unter die Lupe nehmen. Die Leute hier nennen mich den Automobilprüfer. Also mal sehen, was wir hier haben. Wenn es um schnelle kleine Maschinen geht, fällt einem zuerst dieser Mini ein. Die britische Originalminis waren zwar als kompakte PKW konzipiert, sind aber Hochleistungsmaschinen. Der erste, der die versteckten Talente des Minis erkannte, war Konstrukteur Cooper, genau die Formel 1 Rennschmiede. Sie sind die Künstler hinter diesem sportlichen Mini Cooper S. Seine großartigen Errungenschaften im Rennen und Rallye sind der Stoff, aus dem wir Legenden sind. Dieses Modell mit einem größeren Hubraum von 970 Kubikzentimetern ist ein besonders wertvolles Exemplar in Serie. Ah, danke schön. Er erzählt also zu den einzelnen Fahrzeugen was. Also wenn ich mein Auto anwähle, weil mit dem ich hier bin im Café, kriege ich eine kleine Story von Chris erzählt. Das ist so nett. Ich muss sagen, ich mag diese kleinen Stories zu den Fahrzeugen und sowas. Das, sagen wir mal, lockert das Ganze ein bisschen auf. Na gut. Dann reden wir mal mit Luca, weil dem haben wir ja sein Menü hier einmal vervollständigt, wie er sich das gewünscht hat. Das sind einige der berühmtesten Autos überhaupt. Eine wirklich wunderbare Sammlung. Die ersten Automobile der Welt wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts produziert. Aber erst im 20. Jahrhundert wurden die Massenproduktionen zur Normalität. Diese Umstellung bedeutet, dass Autos für alle produziert wurden, nicht für wenige Auserwählte. Damals wurden viele kleine, einfache Autos hergestellt und zu einem für die Masse verschwinglichen Preis verkauft. Das wurde durch geniale Ingenieure und Designer möglich gemacht, die Klassiker entwarfen wie den Mini aus dem Vereinigten Königreich,
den Fiat 500 aus Italien und den Volkswagen Käfer aus Deutschland. Alle haben Spuren in Automobilgeschichte hinterlassen. Vielleicht erzähle ich nächstes Mal mehr dazu. Ah, schon, Alter. Oh, ich krieg gerade so Gänsehaut, ne? Das ist schon cool gemacht mit den Cutscenes und so. Es ist so schön, dass man ein Rennspiel mal ein bisschen mehr zu einem Auto erzählt. Und einfach sagt, hier ist ein Auto, have fun with it. Ich finde das so gut. So, so gut. Na gut, wir gehen mal nochmal ins Menü. Ich würde sagen, wir können das nächste Menü schon mal öffnen. Dann machen wir aber dann nächstes Mal erst. Renntag auf dem Highspeed-Ring. Okay. Was hat er denn für uns? In diesem Menü nehmen Sie an einer Meisterschaft teil. Renntag auf dem Highspeed-Ring ist jetzt im Weltstrecken verfügbar, also melden Sie sich an. Sie müssen aber mehr tun, als nur das Rennen zu beenden. Ich möchte, dass Sie in den Top 3 landen. Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben und ich mache ein paar aufregende neue Menüs bereit. Viel Glück, ich werde Sie anfeuern. Okay, wir schalten damit Tsukuba und Suzuka frei. Sehr geil. Und haben eine Meisterschaft auf dem Highspeed-Ring, die wir abschließen müssen. Nehmen wir natürlich wunderbar mit. Oh, oh, ich sehe eine Civic da vorbeifahren. Was passiert? What is happening? Ah, das heißt, da ist der Highspeed-Ring. Und ein schöner Civic Type R. Das ist schon eine gute Kombination. Da hat jemand Geschmäckle. Oh, Alter, ja. Meisterschaft Renntag auf dem Highspeed. Alter, Junge, diese Intros. Da ist Arbeit drin steckt. Ist es geil. Tuning Shop ist jetzt offen. Ich würde mal sagen, den Tuning Shop, da schauen wir aber nächstes Mal rein, in der nächsten Folge, weil da wollen wir ein bisschen mal gucken, was wir da so tunen können. Wir haben erstmal ein neues Fahrzeug frei, heißt, wir gehen mal kurz in unsere wunderbare Autosammlung, um hier sicher zu gehen, dass hier auch alles abgehakt ist. Wie gesagt, ich mag einfach nicht, wenn hier Punkte offen sind. Das muss einfach nicht sein. So. Und wir haben noch ein Geschenk. Wir haben noch ein schönes Roulette-Ticket, das öffnen wir mal und hoffen einfach, dass wir diesmal jetzt mal ein Auto gewinnen. Per gut Glück. Hier ist jetzt irgendeine Scheißkarre dabei. Oh, Tesla Model S. Ja gut, wäre auch mal so ab. Also gibt es in wenigen Spielen. Ich glaube, das letzte Mal vor 2003, wo ich den gespielt habe. Und noch ein Fahrwerk. Ich sammle einfach Fahrwerke. Irgendwann kann ich die nutzen. Irgendwann habe ich sicher Autos dafür. Für den Civic Type R Limited FK8. Ja gut, wieder ein wunderbares Fahrwerk für ein Auto, was ich nicht habe. Das ist ja noch wunderbar viel, viel besser, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir erstmal zum Tuning Shop. Wir gehen in Weltstrecken rein, gucken, welche Autos wir da fahren müssen. Und dann gehen wir zum Tuning Shop. Vielleicht haben wir nämlich ein Auto, das wir dafür anpassen können. Das wäre natürlich ganz nice. Mal ein bisschen schauen. Es gibt ja wunderbare neue Tuning Kits, White Body Kit, dies, das. Wir gucken da mal ein bisschen rein. Obwohl ich glaube, mit 85.000 werden wir nicht allzu weit kommen. Aber wenn ihr darauf Bock habt, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge gerne rein. Würde mich sehr freuen. Und wir sind in der nächsten Folge wieder hier bei Quantos Musik wieder. Haut rein. Bis dann. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my